Die Sonne scheint. In der letzten Nacht hat es gestürmt wie selten, aber jetzt ist es windstill. Und die Blätter, die in der Nacht noch von den Bäumen gerissen worden sind, liegen ganz friedlich auf der Straße und in Bürgersteigen und in Vorgärten, als wäre nie was gewesen und als würden sie da schon immer liegen. Die Reihenhaussiedlung zieht an mir vorbei. Die Garagenhöfe davor, die weißen Stämme der Birken, die an den Begrenzungen stehen, leuchten in der Sonne. Meine Augen folgen einer alten Frau mit einem dunkelrot karierten Einkaufswägelchen, aus dem ein Bund Lauch herausguckt. Auf einem Garagenhof übt ein Junge Skateboard fahren. Ein etwas kleineres Mädchen schaut ihm dabei zu. Er hat das Skateboard wahrscheinlich gerade zum Geburtstag bekommen. Auf jeden Fall kann er kaum darauf stehen. Vereinzelt kommen uns Autos entgegen. Und dann drei Radrennfahrer in voller Montur, die anscheinend noch die letzten Sonnenstrahlen zum Trainieren nutzen wollen, bevor es Winter und zu kalt und zu nass wird. Alles wirkt auf eine irritierende Art und Weise real. Real und dreidimensional. Wie in einem sehr gut gemachten Computerspiel, das man anschaltet und dann denkt, wow, die Grafiken sind wirklich sehr gut gemacht. Es ist echt fast, als wäre das real, als wäre ich wirklich ein Teil davon. Da müssen die richtig Geld reingesteckt haben.